Ja, ich freue mich sehr, Sie erstmal, Herr Trollern, dass Sie hier heute Abend hierher kommen konnten. Das ist für uns eine sehr, sehr große Freude, große Ehre auch. Und ich freue mich auch, dass wir Herrn Bundschuh überzeugen konnten. Ich glaube, das war gar nicht so richtig erforderlich, ihn zu überzeugen, weil er als alter Freund und Kollege gerne nach Paris gekommen ist, um heute Abend mit Ihnen das Gespräch zu führen. Sie kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Jörg Bundschuh ist Produkteur, er ist auch Filmemacher, kann man, glaube ich, einfach sagen. Sie haben Filme geschrieben, realisiert, über 200. Und Sie haben eine langjährige Zusammenarbeit mit Herrn Troller hinter sich. Und immer waren schon mehrfach zu Gesprächen hier, auch im Zusammenhang mit Jürgen Ritte vor einigen Jahren. Ich glaube, das war an Ihrem 90. Geburtstag. Und jetzt beim 100. haben wir gedacht, müssen wir das fortsetzen, nachdem wir diese Trilogie gezeigt haben. Und ich denke, ich übergebe sofort das Mikro an Sie. Und jetzt haben wir noch ein bisschen das anders organisiert. Aber ich hoffe, dass alles auch technisch läuft. Und ja, freue mich auf das Gespräch. Und dann auch kann man vielleicht auch ankündigen, dass leider die Bücher, die wir jetzt zeigen wollten, jedenfalls das Allerneueste, sollte ankommen, ist aber, ja genau, da wird es hochgehalten, ist leider durch UPS doch nicht ganz über die französische Grenze gekommen, kommt morgen. Also das müssen wir nochmal überlegen, wie wir das hinkriegen, dass vielleicht doch noch einige Exemplare auch erworben und vielleicht auch signiert werden können. Aber es sind Kassetten da mit Filmen, die auch verkauft werden können. Und das kann auch hinterher signiert werden. Jedenfalls, Herr Troller ist darauf eingestellt und freut sich, das zu machen. Gut, und dann übergebe ich direkt jetzt an Jörg Bundschuh und freue mich wirklich, dass dieses Gespräch möglich ist und Sie kommen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, George, der Film ist entstanden Mitte, Ende der 80er Jahre. Kurze Zeit danach haben wir uns kennengelernt und unsere Zusammenarbeit begonnen. Und ich muss, glaube ich, viele wissen es gar nicht, der Film war unglaublich erfolgreich. Dieser letzte Teil vor allem lief in Cannes auf den Filmfestspielen, hatte eine Oscar-Nominierung, ist in Frankreich über ein Jahr in den Kinos gelaufen und kurioserweise, glaube ich, vor 4 Jahren oder 5 Jahren nochmal monatelang hier in Paris. Ja. Und ist auch als Edition, als Filmedition herausgekommen mit französischen Untertiteln, mit einem, durch einen französischen Produzenten. Also in Frankreich, es war tatsächlich so, dass ich versucht habe hineinzukommen, um mir den Film auf Französisch anzugucken und er war ausverkauft und ich konnte nicht in das Studio rein, Arlequin. Ja. George, wenn man den Film jetzt nochmal sieht, dann fragt man sich, heilt die Zeit alle Wunden? Es ist ja in gewisser Weise das Happy End jetzt passiert. Zu deinem 100. Geburtstag hat das Land Österreich dir die Staatsbürgerschaft wieder angetragen. Naja, sagen wir mal, ich habe eine der wenigen Auseinandersetzungen, die ich mit Axel Corti hatte, betraf das Ende. Er wollte, dass ich, also die von mir dargestellte Person, wie heißt er denn, Freddy? Freddy, ja. Ja, zurückgeht nach Amerika. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass das Ende unentschieden bleibt. Er nimmt das Taxi zum Bahnhof, bleibt unterwegs stehen und steigt aus und steht da mit seinem Seesack, mit seinem ganzen Zeug am Rücken und weiß nicht, soll er vorwärts, soll er rückwärts gehen. Und damit endete das. Und das fand ich richtig, weil das eine Entscheidung war, die ich über Jahrzehnte nicht treffen konnte
Und warum soll meine Persönlichkeit in dem Film diese Entscheidung für mich treffen? Das wäre irgendwie verkehrt gewesen. Das Unentschiedene, wohin gehörst du eigentlich, das musste offen bleiben. Und das ist in Gottes Namen bis heute offen geblieben. So, obwohl eine sehr nette Dame mir kürzlich die österreichische Staatsbürgerschaft wieder anbot, nach 80 Jahren oder so. Und du hast sie angenommen? Du hast sie angenommen, du hast sie akzeptiert? Ich habe das erste Mal Nein gesagt und ich habe das zweite Mal Ja gesagt. Ja. Warum nicht? Das ist eine Sache, die jetzt nicht mehr die lebensentscheidende Bedeutung hat, die es einmal für mich hatte. Ich wusste ja nicht, lange Zeit nicht, soll ich zurückgehen in die alte Heimat, soll ich im Exil bleiben, bin ja Amerikaner jetzt, soll ich nach Amerika zurückgehen. Diese Entscheidung konnte ich nicht treffen. Und jetzt, wo es keine Entscheidung, keine lebenswichtige Entscheidung mehr ist, weil ich in Gottes Namen hier bleiben werde, bis es zu Ende geht, dann habe ich das akzeptiert. Ich empfinde das als Ehre und Anständigkeit, dass man mich wieder haben will. George, du hast mal gesagt, einmal Emigrant, immer Emigrant. Und du bist jetzt mit Ehren überhäuft worden und mit eigentlich schon zum 80., dann wieder zum 90. und jetzt alles überbietend zum 100. Deswegen meine Anfangsfrage, heilt die Zeit alle Wunden? Fühlst du dich noch immer als Emigrant oder spielt das keine Rolle mehr für dich? Sehr schwer zu beantworten. Ich habe gesagt, man emigriert auf Lebenszeit. Und das stimmt ja wohl auch. Bleibt es ewig eine Wunde? Man merkt nach einiger Zeit, also wenn man so geartet ist wie ich, dass diese Wunde sehr kreativ ist. Dass diese Wunde dich dazu gebracht hat, solche Filme wie diesen zu schreiben. Ja, habe ich mich damit ausgesöhnt? So kann man es nicht sagen. Ich akzeptiere es, wie man eben in Gottes Namen mit zunehmendem Alter alles akzeptiert. Auch, dass man jetzt an einem Stock gehen muss, obwohl man sich bis vor einem Jahr für einen großen Sportler gehalten hat. George, du hast mal damals gesagt, du wolltest die Emigranten nicht als Helden zeigen. Für meine Generation wart ihr natürlich Helden, weil wir nach dem Krieg geboren sind, haben uns nur identifizieren können mit euch, die gegangen sind, und natürlich nicht mit den Tätern. Und du hast in dem Zusammenhang davon gesprochen, etwas verbittert, ihr wart Kosmopoliten geworden, wider Willen. Heute hat das Wort Kosmopolit einen sehr viel positiveren Klang, aber vielleicht willst du das mal in Beziehung setzen. Die Welt hat sich extrem verändert, aber der Kosmopolit, zu dem ihr gezwungenermaßen geworden wart, war ein anderer als der, den man heute sich im positiven Sinne darunter versteht, ja? Frage, wie sehr hat sich die Welt in Wirklichkeit verändert? Ich habe in diesem Moment eine Art Geruch der 30er Jahre in der Nase. Ja? Und was da jetzt in Frankreich passiert, dass die extreme Rechte, wenn sie sich, Gott behüte, zusammenschließen würde, circa 40% der Stimmen wie nichts erhält, ja, und in anderen Ländern ist es nicht so viel anders, dann fragt man sich, naja, man sagt sich, ich habe Glück gehabt, in einer
Zeit zu leben, in der die Leute tatsächlich versucht haben, diese Sache aufzuarbeiten. Nicht nur uns, sondern die ganze Shoah, den ganzen Holocaust und so weiter. Das hat mir natürlich wohlgetan. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Leute wieder, naja, ich glaube, die Weltgeschichte teilt sich, wenn man sie in großen Bogen betrachtet, in zwei Strömungen, eine Zeit des Glaubens und eine Zeit des Wissens. Ich glaube, die Zeit des Wissens hat die ganze Nachkriegszeit durchgedauert, wo die Leute jetzt wissen wollten, was ist da eigentlich passiert in der Nazizeit, ja? Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da und dort auf der Welt, ob das nun Ungarn ist oder auch Deutschland oder auch Frankreich, dass die Leute wieder nach irgendeiner Art Erlösung streben und Erlöserfiguren vor sich sehen, auch wenn sie so nebbig ausschauen wie der Monsieur Zemmour in Frankreich. Ja? Was hat ein solcher Typ, der wie nicht 20% der Bevölkerung hinter sich weiß, was hat ein solcher Typ zu bieten, außer Vorstellungen, Träume, angebliche Ideale und so weiter. Und naja, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber es macht mir Angst. Die Zeiten der Aufarbeitung sind außer in offiziellen Kreisen zu Ende und es kommt wieder etwas anderes auf uns zu. Ich würde gerne auf deine Beziehung, Arbeitsbeziehung und Freundschaft mit Corti zu sprechen kommen. Du hast gerade schon angedeutet, ihr wart nicht immer einer Meinung bei der Zusammenarbeit, ja? Naja, es war eine tolle Zusammenarbeit, die sich aber hauptsächlich schriftlich oder telefonisch abgespielt hat. Und Axel kam nur, also die Produktion hatte ja beschränkte Mittel und es lief darauf hinaus, dass Axel einmal während der Dreharbeiten oder kurz vor den Dreharbeiten nach Frankreich kommen konnte auf 3 Tage oder ich auf 3 Tage nach Österreich oder wo immer gedreht wurde. Und das Übrige fand per Orient Express statt. Ich brachte meine 4 Fassungen meiner Drehbücher, jeweils 4 Fassungen, zum Orient Express, den es damals noch gab, bestach den Schaffner, dass er das nach Wien hinüberbringen musste. Und Frau Corti hat es am Bahnhof abgeholt. Aber manchmal war es auch so, dass Axel mich anrief und sagte, du, wir stehen hier am Minoritenplatz. Es war ausgemacht, dass alle Autos abtransportiert werden, damit wir hier drehen können, einen historischen Film, ja. Aber die haben die Autos nicht abtransportiert. Kannst du mir die Szene umschreiben? Ich erwarte das innerhalb einer Stunde, denn wir sind schon beim Dreh. Ja? Und ich schrieb in wahnsinniger Geschwindigkeit eine Story, die also nicht auf der Straße stattfand, sondern im sogenannten Griechenbeisel, einer der ältesten und renommiertesten Lokale von Wien. Und am Ende fiel die ganze Szene aus und es war für nichts. Aber ich fand das schön aufregend und es forderte alle meine Kräfte heraus. Manchmal auch am Telefon, wenn er mir sagte, du, diese Dialogsteile müssen wir ändern, ja, dass ich direkt am Telefon die neue Dialogstelle erfinden konnte. Das fand ich alles toll. Du warst teilweise bei den Dreharbeiten dabei, oder? Immer nur 3 Tage. Und es war auch ganz komisch. Na, ich erzähle das mal schnell. Ankunft der Emigranten in New York per Schiff. Natürlich nicht in New York gedreht, sondern in Triest. Und
Und Axel sagt, willst du nicht da mitspielen? Und ich sagte, ich bin ja kein Schauspieler. Nein, nein, das ist eine ganz stumme Szene, pass auf. Du stehst an Bord Schiff, die Hauptdarstellerin läuft vorbei und du guckst dir nach. Okay, sage ich. Ja, und was tue ich, während ich da... Ja, pass auf, wir haben einen Koffer hier, den bauen wir vor dir auf. Du wühlst in einem Koffer, Hauptdarstellerin kommt, du guckst dir nach. Also, Take 1, die Hauptdarstellerin kommt, herangelaufen. Ich, wo ist sie? Danke. Kann man das noch einmal drehen? Ja, okay. Also, zweite Mal, ich beginne in dem Koffer zu wühlen und merke, der Koffer ist voller interessanter Bücher. Ich wühle also in den Büchern, Hauptdarstellerin läuft durch. Oh, pardon, ja. So, darauf wurde meine Szene herausgeschnitten. Und das war mein einziger Versuch je, in einem Film aufzutreten. Aber ich habe ein wunderbares Foto von dir gesehen in dieser Rolle. Da stehst du an der Reling des Schiffes. Bitte? Ich habe ein wunderbares Foto von dir gesehen mit Hut. Du stehst an der Reling des Schiffes. Das ist es. Ist aber nur ein Foto. Die Szene gab es nachher nicht. Ja. Aber ich musste mich daran gewöhnen, vor der Kamera aufzutreten in meinen Dokumentarfilmen. Und in den frühen Dokumentarfilmen bin ich tatsächlich selber aufgetreten. Dann habe ich mich gestrichen, wie du weißt. Die letzten 40 Jahre bin ich nicht mehr vor der Kamera erschienen. Wie war das mit euch beiden? Du als eingeschworener Dokumentarist, der immer, ja, ich meine, du hast ja eigentlich immer eine Spielfilmdramaturgie angewandt bei deinen Dokumentarfilmen. Ja. Und du bist ja weit über das hinausgegangen, was eigentlich gemeinhin Dokumentaristen gemacht haben. Für dich waren Gefühle, Träume immer genauso real wie das Geschehen, das faktische Geschehen. Wie war das? Habt ihr euch da gerieben, Corti und du, bei der Darstellung von historischen Ereignissen? Es ging ja schließlich ein Stück weit um deine eigene Lebensgeschichte auch. Ja, also ich kann mich gut an eine Szene erinnern, wo Corti im Sommer herüberkam, wo ich in unserem Landhaus in der Normandie war und nicht in Paris. Und er fuhr hinaus und hatte das Drehbuch in der Hand und blätterte und blätterte. Ah, wo ist das, wo ist das? Und die Blättchen fielen herunter auf den Strand und... ich sagte, ja, lass mich das aufheben. Und er sagte, die Szenen sind schon abgedreht. Ja, es war hochinteressant. Wie soll ich sagen? Mein Leben zu Fiktion umzugestalten. Und er half mir dabei. Ich hatte ja nie ein Drehbuch geschrieben. Er sagte, dass diese Szene... darfst du nicht durch Dialog kaputt machen, das muss stumm herübergebracht werden. Und er sagte, der Schauspieler schafft das, ja, wir streichen mal den Dialog. Naja, ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht, meine schönen Dialoge werden einfach gestrichen, aber er hatte recht. Und wenn ich jetzt diese Filme anschaue, so finde ich, dass er aus lauter Liebe zu mir immer noch zu viele Dialoge drin gelassen hat, die Schauspieler hätten stumm bringen können. Aber das wusste ich ja nicht. Ich schrieb ja Dialoge, nicht Filme. Ich hatte keine Ahnung, wie man Filme schreibt. Und deswegen ist sehr viel Dialog in den Filmen drin, nach wie vor. Aber zum Teil finde ich die Dialoge heute noch immer ganz gut. Sehr ironisch, sehr bitter ironisch. Ja, ja. Ironie war schon immer meine Stärke. Was bedeutet Ironie? Es bedeutet, dass man nicht zeigen will, dass man sich ernst nimmt. Die Ironie gehörte auch zur Emigration, muss ich sagen.
wer nicht Beamte an also sagen wir mal französische Beamte in der Präfektur hier erlebt hat, ja, und wie sie einen mit voller Überzeugungskraft sagten, ohne Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeitsbewilligung, ohne Arbeitsbewilligung keine Aufenthaltsgenehmigung. Verstanden? Also wenn das nicht ironisch zu verwerten ist, ja, da habe ich viel Ironie gelernt. Und damit kommt man auch zum Teil über die Runden. Ja. Man kann sich entweder ärgern, kränken, erschießen oder man sagt sich, die Leute sind halt so. Solange es nicht um dein Leben geht. Und das war ja ein paar Mal der Fall. Du hast im Film quasi zwei alter Egos. Am Anfang ist es Ferry, der ja auch als Geburtsdatum dein Geburtsdatum angibt. Und dann wird es Freddy. Und da wurde mir auch vom Publikum eine Frage angetragen, warum dieser Bruch nach dem ersten Teil als der zentralen Figur, der Übergang von Ferry zu Freddy. Warum? Also im ersten Teil war ja, glaube ich, der Silberschneider da. Wie soll man das nennen? Ein komischer Knabe. Und dem hat Axel nicht die großen Liebesgeschichten zuschreiben wollen, die nachher im zweiten und dritten Teil eine Rolle spielen. Er sagte, der Typ wirkt zu komisch, mit dem kann das Publikum sich nicht wirklich identifizieren, dem nimmt man die große Liebe nicht ab. Und der Arme musste halt ertrinken im Hafen von Trier. Und ich musste das hineinschreiben. Ertrinkt. Und ich glaube, das wurde sogar gedreht. Ich glaube, ja. Ja, ja. Also ein ganz profaner Grund. Das war eine rein praktische Angelegenheit, mit der ich soweit nichts zu tun hatte. Aber eure Freundschaft hat diesen Film überdauert, zwischen Corti und dir, trotz harter Auseinandersetzungen manchmal, ja? Ja, es waren sachliche Auseinandersetzungen. Und wir beide sind eben große Freunde von künstlerischer Diskussion. Was ist am besten? Es geht nicht darum, bist du blöder als ich oder hast du überhaupt eine Ahnung, wie man sowas schreibt oder irgend sowas, ja, sondern meinst du nicht, dass es besser wäre, wenn und so und das wäre wirksamer auf dem Schirm? Und da musste ich dann manchmal nachgeben. Und ich weiß, dass ich einmal am Abend gesagt habe, okay, du hast recht, wir machen das so, wie sie sagte, gehen schlafen. Und am nächsten Morgen sagte ich, nehme alles zurück, wir machen es nicht so, sondern wir machen es so, wie ich es will. Naja, das hat ja seinen Reiz. Ja? Es ging um die Sache und nicht um die Person. Es war nie so, dass er meine Talente bezweifelt hätte oder ich seine. Und damit kamen wir tadellos über die Runden. Er ist halt ein ungeduldiger, naja, ich bin auch ungeduldig. Also wir sind zwei Ungeduldige, aber wir konnten einander verstehen, weil wir unsere eigenen Schwächen ineinander erkannten. Wie wurde denn der Film damals aufgenommen in Österreich und in Deutschland, bevor er dieser große Erfolg wurde international? Nun ja, der damalige Intendant, habe jetzt seinen Namen vergessen, ich war in Wien, er kam auf mich zu und sagte, Herr Troller, das ist ja fast so gut wie ein Krimi. Und das meinte er als großes Kompliment. Ja. Also der Film war erfolgreich, hatte sehr gute Kritiken und Leute haben mich daraufhin angesprochen. Natürlich immer mit der Frage, bist du identisch mit dem Hauptdarsteller? Ist das dein Leben oder ist es nicht dein Leben? Und
natürlich habe ich zu Anfang immer geantwortet, naja, teils, teils und so weiter. Und dann merkte ich, die Frage zielte ausschließlich darauf hin, dass sie die Identität der Figur mit mir haben wollten. Das hat sie angemacht. Der beschreibt sein eigenes Leben, wie es wirklich war. Nun, dann habe ich behauptet, dies sei so gewesen. Ja, aber so schöne Frauen wie in dem Film, naja. Es gibt ja deine Autobiografie auch. Im Rückblick würdest du sagen, der Film ist näher an deinem Leben und deiner Biografie als deine Autobiografie. Nee, ich glaube, die Autobiografie ist ziemlich ehrlich. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich habe versucht, in der Autobiografie tatsächlich ohne dramatische Steigerungen und Höhepunkte mein Leben zu beschreiben, wie ich es gefühlt habe. Und das kann man ja im Film nicht. Im Film muss eben filmisch gearbeitet werden. Nee, die Autobiografie ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich ich. Und das ist auch angekommen. Ich darf auf die Ehrlichkeit dieser Aussagen bin ich oft angesprochen worden. Ja. Wir haben ja zusammen auch einen Film gemacht, der heißt Selbstbeschreibung. Da trifft der ältere Troller auf den jungen Troller in den verschiedenen Etappen seines Lebens und die beiden stellen sich zur Rede. Ja, ja, mit dem Pschill. Ich von Schnitzel nehme ich an beeinflusst, wollte ich eine Doppelrolle. Mich selber, natürlich im Off, nicht selber auftretend, aber nur mit der Stimme, der sich auseinandersetzt mit dem jungen Troller, der tatsächlich von einem Schauspieler gespielt wurde und sehr gut gespielt wurde. Und diese Art von Bekenntnis oder Auseinandersetzung mit sich selber, das war's. Ja. Wenn man seine eigene Jugend befragt, hättest du das anders machen können oder sollen? Das hat mir sehr zugesagt. Das ist eine, was? Naja, Schnitzel oder so hat eine Rolle gespielt. Das war ja eigentümlich. Der junge Pschill hat zugesagt, die Rolle zu spielen. Und das war mir sehr recht, nach langer Suche einen zu finden, der nicht nur charaktermäßig und temperamentmäßig, sondern auch dem Aussehen nach mir verhältnismäßig ähnlich sah. Und das gefiel mir, und das gefiel auch ihm. Und das Team kam an, in Wien wurde das meiste gedreht. Und Herr Pschill, der Schauspieler, hat abgesagt. Er kann nicht. Naja, das ist ein im Filmgeschäft so ungeheuer schwierig, sowas. Aber wir hatten einen Wiener Aufnahmeleiter und der sagte, lass mich machen. Und wir luden ihn ein ins Café Landmann beim Burgtheater, ein Künstlercafé auf der Terrasse. Und wir fragten, was ist denn los, was ist denn los, was ist passiert? Sind sie krank, sind die Eltern krank oder was? Ach, das kann ich nicht sagen. Aber sagen Sie schon mal, wir müssen ja irgendeine Entschuldigung gegen die Produktion haben. Und er sagte, ja, meine Freundin hat mich verlassen. Und der Wiener Aufnahmeleiter, der seine Wiener kannte, sagte, aber Meister, das ist doch ideal. Auf diese Art können Sie aus vollem Herzen diese Tragödie von Herrn Troller abspielen und jeder wird Ihnen glauben, weil Sie selbst diese Tragödie erlebt haben. Naja, einem Wiener, wenn du ihm sagst, er hat eine Tragödie erlebt, ist natürlich begeistert.
Und er hat dann sofort zugesagt und hat das auch wunderbar gespielt, nur dass er über meine Texte ein bisschen dazu improvisiert hat. Und das war ein bisschen kompliziert, weil das nicht immer in den Charakter hineinpaschte. Aber sonst fand ich das schon sehr gut. Das hat mich wirklich amüsiert. Und in der Schlussszene, Moment, am Schneidetisch bei euch, ja, am Schneidetisch habe ich ihn eingeladen und mich selber ins Bild gebracht. Und ich sitze mit der Katrin am Schneidetisch und gucke eine Szene durch und frage ihn, wie ihm diese Szene gefällt. Damit haben wir Ironie, oder wie du das nennen willst, ja, hereingebracht. Also man musste sich nicht aufregen über das Schicksal dieses Knaben, denn er saß ja am Ende im Bild da und hat noch einmal lustig geplaudert. Das fand ich schon ganz, ganz gut. Sowas habe ich nie wieder machen können, leider. Ja. Aber der Film ist ganz gut angekommen. Ich liebe ihn. Ein toller Film. Ich habe mir vor einer Woche, glaube ich, und zwar bin ich durch Zufall drauf gestoßen, eine alte Talkshow angeguckt im Netz. 3 nach 9 hieß die Sendung, ich glaube 1989 entstanden. Da hatte ich Corti interviewt, oder das war eher ein Gespräch von Corti mit dir. Eigentlich sollte es um deine Autobiografie gehen, aber er hat viel mehr sich interessiert für deine Arbeit als Filmemacher, und du hast sehr detailliert darüber geredet. Und da habe ich mich gefragt, hat es dich nie gereizt, Spielfilme zu machen? Spielfilme zu machen? Ja, als Regisseur auch. Eigentlich nein. Schreiben ja. Naja, sagen wir mal, Dialoge haben mich schon immer interessiert. Wie man wirklich einen Filmablauf hinkriegen soll, das habe ich nie richtig begriffen. Und ich glaube, auch in diesen Filmen ist es nicht, fehlt da etwas. Ja? Es fehlt die Spannung, die vom ersten Moment an bis zum letzten Jahr in einem Spielfilm vorhanden sein muss. Da habe ich nicht genug gewusst. Und als ich nachher die Filme sah, die mir ja gut gefielen, dachte ich mir, mein Gott, hätte ich bloß mehr von Film-Drehbuch-Metier verstanden, da könnten die Filme noch viel besser sein. Und ich habe dann keine Spielfilme mehr machen wollen. Oder sagen wir eher, ich habe meine Dokumentarfilme spielfilmmäßig ausgebaut. Das Spielfilmische ist in den Dokumentarfilmen drin. Das durfte natürlich nie laut gesagt werden. Da hätte sich der Sender verbeten. Dokumentarfilm ist ja angeblich die wortwörtliche Wahrheit, obwohl das nie stimmt. Aber in meinem Fall haben wir mit Einstellungen und Schnitt und meinem Text und so weiter immer etwas halb Spielfilmmäßiges hingekriegt, und deswegen sind die Filme auch erfolgreich gewesen. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Also die Verbindung von Bild, Musik, Geräusch, Aktion, Dialog und meinem Text zusammen ergibt für den Zuschauer ein Gefühl, dass er eigentlich in einem, dass zufällig alles, was der Trolle berichtet, etwas Spielfilmmäßiges hat. Du bist ja da sehr weit gegangen oft. Du hast ja sehr oft sozusagen
Reales und Fiktionales miteinander verwoben, bis hin zu Geschichten, die du, Interviews, die du geschrieben hast mit Personen, die du gerne interviewt hättest, aber die du dann doch aus irgendwelchen Gründen nicht interviewen konntest. Die hast du dir dann noch sozusagen erschrieben, ja? Naja, ich habe die Leute verleitet, verlockt in zu einem spielfilmmäßigen Dialog. Das gefiel mir. Da kam mein Spielfilmmanie wieder hoch. Die mussten von mir angeleitet oder verführt in Gottes Namen dahin kommen, wo man das Gefühl hatte, wir erreichen jetzt einen Höhepunkt, eine Pointe oder so etwas, ja. Das kommt schon vom Spielfilmmäßigen her. Aber das hielt ich für durchaus, halte es nach wie vor, für durchaus legitim. Ja. Bei deinen Dokumentarfilmen, vor allem bei deinen Porträts, hast du die Leute auch gelenkt dahin, wo du sie haben wolltest, oder warst du total offen und hast dich überraschen lassen von dem, was sie sagen? Wie? Naja, du musstest natürlich auch dem, was sie sagen, folgen. Du konntest nicht deine geplanten Dialoge durchziehen, wenn die Leute etwas ganz anderes gesagt haben. Ja? Das erste Mal, als ich das herausfand, war mit dem britischen Autor Somerset Maugham, ein sehr erfolgreicher englischer Autor. Und ich hatte keine Ahnung, wie man es macht, und fragte dem Sender, was soll ich denn den fragen? Er lebte schon lange in Frankreich, damals an der Côte d'Azur. Und der Redakteur sagte mir, fragen Sie ihn doch nach seiner Lieblingsfarbe. Oder fragen Sie ihn, ob er französische oder britische Küche vorzieht. Naja, und so kam ich zu dem Interview. Und zu meiner Überraschung zog er ein Büchlein aus der Tasche und las, alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle Schmerzen, die Unendlichen, ganz. Goethe, in einem fabelhaften Deutsch. Er hatte in Heidelberg studiert, er hatte keine Ahnung. Danach konnte ich nicht fragen, ob er Englisch oder französische Küche wollte, sondern ich musste fragen, sind Sie einer dieser Lieblinge der Götter, die alle Freuden und alle Schmerzen erlebt haben? Und er sagte, ja, ich hatte aber immer mehr gelitten, als ich mich gefreut habe, und fragte, warum? Ja, ich hatte dieses Stottern. Ja, sagte ich, und auch ihre Homosexualität. Und auf einmal war es möglich, über etwas zu sprechen, worüber nie im deutschen Fernsehen gesprochen wurde. Ja, aber bitte, wenn Herr Somerset Maugham, der große Autor, davon redet, dann wird es ja wohl erlaubt sein. Ja, und so fand ich heraus, was ein Interview ist. Ja, habe ich ihn verführt, verlockt? Er wollte verlockt werden, und das habe ich dann oft herausgefunden, dass auch wenn mir Leute sagten, naja, den hast du aber wirklich herausgezogen, dann musste ich sagen, ja, die haben das gewollt. Die Möglichkeit, eine Art Generalbeichte abzulegen, ist doch unwiderstehlich. Oder jedenfalls für manche Leute. Ja. Sind es die Zufälle im Dokumentarfilm wie im wirklichen Leben, für die man immer wach sein muss? Sind es die Zufälle, die einen im Grunde genommen auf geheimnisvolle Weise durchs Leben führen, die Überraschungen? Also die Frage habe ich nicht verstanden. Sind es die Zufälle, ja, für die man immer wach sein muss, ah, ja, im Leben und gerade, ja, beim Dokumentarfilm. Ja, genau. Irgendwas passiert da vor der Kamera, das total unerwartet ist und das genau das darstellt, was du brauchst,
und auf diese Art. Oder es fällt ein Wort, ein Satz in einem Interview, der dir das preisgibt, was du, wovon du auf einmal begreifst, dass das das Ziel dieser ganzen Filmerei ist. Solche Dinge passieren und sind natürlich ungeheuer beglückend, wenn das von selber oder zufällig passiert, was du nur mit großer Mühe oder Zurückhaltung aus ihm herausholen willst. Das ist ganz toll. Und ich fand heraus, das Glück kann man herbeiwünschen, herbeizwingen. Bist du genügend bereit, dem Glückszufall zu vertrauen, dann kommt er. Bist du skeptisch, kommt er nicht. Du bist es, der dein Glück herbeizwingt. Und so hatte ich manchmal das Gefühl, ich habe das Überleben in der Emigration verdient, weil ich daran geglaubt habe. Weil du dich dem Leben anvertraut hast und... Ja. Ich glaube, wir müssen Schluss machen, ja. Du bist zu lang. George, ich glaube auch. Du musst jetzt vorne noch vor allem deine DVDs signieren. Vorne kann man DVDs erwerben. Und ein paar Bücher, ja. Eine tolle Sammlung, vor allem deiner Filme aus der Zeit des Pariser Journals und deine Personenbeschreibung. Die erste Phase war für die ARD, für den WDR und dann die zweite Phase fürs ZDF. Und danach ging es mit unseren Filmen los. Aber das sind jetzt die Filme, die mit ARD und ZDF entstanden sind. Bitte nicht entgehen lassen. Das ist wirklich eine bisher nicht zu kriegende Sammlung, die dein Arbeitsschaffen über 3 Jahrzehnte, glaube ich, spiegelt. Ja. Ja. Vielen Dank, George. Danke dir. Haben wir das gut hingekriegt?